wollte schon sagen, hi, na, was los? Kleines Mädchen Miranda. Ich möchte so stark werden wie Wellenbrecher Marinus. Ach, Wellenbrecher Marinus, das ist der mit diesem coolen Reim oder Lied, was auch immer der hatte. Na, Marika, ich war nicht, was? So weit weg von diesem Namen war ich gar nicht. Das habe ich schön den Satz umgebaut, oh Gott. Azuriel. Ich weiß noch, bei den Editionen Saphir und so und Rubin, da wollte ich immer unbedingt einen Azuriel haben und ich wusste nicht, wie man die bekommt. Ich weiß immer noch nicht, wie man die bekommt, aber ich wollte immer eins haben, weil ich immer so traurig war, aus dem Merrill immer noch ein Merrill kam bei der Pension. Weil ich fand die immer so süß, diese Azuriels. Ich weiß gar nicht, was daran so süß war. Die haben keine Arme. Und die Abgeknarre kommt zwischen den Ohren raus. Das ist mal schön, ne? Das will doch jeder haben. So ein kleines Azuriel mit wasserspeienden Ohren. Und süßen Geräuschen. Yay, es könnte mal ein Wecker werden. Ganz schrill und so. Mach ich sofort auf. Merrill. Der beste Freund von meinem Vater. Und der hat halt einen Bruder. Und da die Tochter, die heißt Merrill. Also richtig so wie Merrill. Was ist so geschrieben? Ich dachte so, what the fuck? Warum? Wer nennt sein Kind bitte so? Seid ihr Pokémon-Fans oder was ist los? Ich nenne mein Kind jetzt auch nicht hier Plinfa oder so. Oder Roselia. Oder God of War, was weiß ich, das mache ich doch nicht. Das ist mir ehrlich. Oder Myrapla. Myrapla, das wäre immer noch das Geilste. Ey, ernsthaft, das kann nicht wahr sein, dass jemand das macht. Naja, wenn es das Kind, ich weiß nicht, ob es gemobbt wurde oder so gesagt, oh, ist das Kind cool, es ist bla 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 und so. Was willst du, Feuerwurf? Und dann Tage vergessen. Was willst du denn lernen? Ach, Felswurf. Ja, mach mal Grimasse weg, ne? Ja, Grimasse braucht kein Mensch. Außer ich manchmal. Azumarill. Das ist die letzte Entwicklung, ne? Genau, ist die letzte Entwicklung. Hallo, du. Was bitte? Du siehst aus wie ein. Das ist echt gruselig aus. Da brauche ich wieder mein Sorbitan, sonst wird das nichts. Nö, sonst wird das nichts. Hör auf, mich anzufelsen. Boah, Penner. Was, Sören? Oder schön. Lern mal Deutsch, Kind. Lern Deutsch. Oder wenigstens meine Sprache. Ich habe weltweit die meisten Pokémon geangelt. Jetzt bin ich dran. Du willst mich angeln, was? Nein, 20 Herz. Oder willst du geangelt werden? Ja, ich verstehe das nicht. Alf. Oh, das kann ich verstehen. Du und ein Goldini. Nee. Nein, das geht nicht. Ich muss dich sofort vernichten. Ich habe nur noch viermal fliegen. Das ist nicht so gut. Ich hätte noch nie ein Goldini in meinem Team. Noch nie. Und ehrlich gesagt brauche ich das auch nicht. Ich finde Goldinis irgendwie nicht so. Es sind aber nicht so meins. Das ist nicht meins, würde ich sagen. Garra, das ist schon was anderes. Da muss ich auch gleich mal wechseln. Das würde mein Kabuma nicht hinbekommen. So, wollen wir dich gleich mal fertig machen? Was? Stirb! Nein, die Fuchter! Böses Kind, hör auf! Dich mag ich nicht. Yay, Level Up! Golking? Das ist die Entwicklung von... Das sieht total eklig aus. Guckt euch mal den Mund an. Voll die aufgespreizten Lippen und dann kommen jetzt die Zähne raus. So, ich bin ein Nerd, ich will dich täten. Sieht richtig eklig aus. Wir sind Perverser. Bitte schütte es. Boah, wirklich. Weltweit Nummer 1 zu sein, bedeutet anscheinend gar nichts. Nö, warum auch? Pendlerkind. So, wo lang wollen wir gehen? Hier lang? Das verstehe ich nicht. Was soll ich denn machen? Muss ich hier irgendwas machen? Nein, ich habe alles kaputt gemacht. Wohin muss ich gehen? Ich weiß es nicht. Hallo. Das sieht nicht richtig aus. Das sieht gerade gar nichts richtig aus. Hilfe. Moment mal, das war oben, ne? Vielleicht müssen wir denn hier runter. Gehen hier lang und machen das und springen dann hier runter. Geht aber nicht. Verstehe ich nicht. Verstehe es nicht. Wo muss ich denn jetzt? Hier runter? Ernsthaft?
Was bringt es mir? Dann kann ich hier hoch und dann... Ha! Jetzt verstehe ich's. Wie die was? Ich wollte das Toast sagen. Wie die tosende sich spüle ich alles in meinen Weg, stehende hinfort. So bin ich eben drauf. Na, wie heißt du? Änderst mich irgendwie an? Soll ich wissen, wie du heißt? Toni. Ich wollte Thomas sagen. Hi, Toni. Toni ist eigentlich so ein Name für Mafia-Boss, findest du nicht auch? Naja, egal. Warum hast du so ein... Naja. Müssen wir aber leider mit meinem Sorbitantod machen. Leider, was soll das meisten? Nein, das ist nervig. Funkensprung. So, okay. Hä, wieso kriegt ihr nur so... Ach, Pokémon ist einfach scheiße, ne? Schalellus finde ich auch scheiße, wird auch so schnell getötet. Es ist Boden. Nee, doch nicht. Ich dachte, das ist Boden. Weil Schnecke und dann Schleim und... Enteron. Enteron ist Eis. Enteron ist so geil. Vielleicht würde ich... Hör doch, na, nicht mich konfusieren. Nee, das ist Wasser... Psycho? Ja, ne? Ja, das war's, glaube ich. Okay, das ist doch schon... Diese Welle hätte mir nicht mal das Geschirr spielen können. Von dir oder von mir? Was willst du denn, du Sack? Ja. Ah! Okay, Leute, ich würde mal sagen, ich werde schnell meine Pokémon heilen und Heilsachen kaufen. Bis gleich. So, Leute, weiter geht's. Ich habe jetzt meine Pokémon geheilt und das Dumme ist, ne, ich wollte Hypertränke kaufen. Was gab's? Nur Supertränke. Hallo, what the fuck? Egal. Willkommen. Ich werde nicht oft herausgefordert. Warum wohl? Bald wirst du meine Stärke kennenlernen. Die Stärke des Arenaleiters von Weideburg. Ganz genau. Ich bin Wellenbrecher Marinus. Meine Pokémon wurden in stürmischen Gewässern trainiert. Sie nehmen all deine Attacken hin und ziehen dich dann hinunter. Und der Sieg gehört an uns. Los, bringen wir es hinter uns. Magst du mich nicht? Du siehst ziemlich gemein aus. Was hast du mit deinen Haaren gemacht? Lol. Na, Scherz. Lol sage ich nie. Außer eben zweimal. Starb mich nicht. Okay. Garados. Nicht gut, dass wir Kabuma vorne haben. Gar nicht gut. Ich finde das scheiße von mir. Wieso habe ich nicht... Nein. Vielleicht können wir es ja einschläfern. Nein, können wir anscheinend nicht. Doch, können wir. Wenigstens etwas. Okay. Los, Sorbitan, töte es, bitte. Schläft, er schläft, okay, das ist gut. Und Funkensprung. Ich muss ein bisschen... Ich musste gar nicht vorspulen. Ich glaube, wir werden das hinkriegen, ganz locker mit Sorbitan. Hypertrank, ja, mach ruhig. Setz das ruhig in einen schlafenden Garados ein. Ist mir egal. Schlaf. Ich meine, stirb. Schlaf, stirb? Weiß ich nicht. Beides, gleichzeitig. Los, stirb. Schlafen, stirb. Schlaf im Stirb. Stirb im Schlaf. Was? Ja, so läuft das hier. Yay, Punkte. Die Moni meint. Warum? Ach ja. Morlord. Da. Da brauche ich nämlich mein Kabuma, weil es dann nämlich Boden ist. Und deswegen muss ich hier Flug einsetzen. Weil Elektrizität da nichts wird. 34? Ja. Morlord ist irgendwie, weiß ich nicht. Das ist komisch. Okay, ich dachte schon, es setzt jetzt irgendwie einen Scheißdreck ein. Aber guckt euch mal die Hände an. Kennt ihr Newton? Newton hat auch so ein komisches Vieh. Da, so einen komischen Molch. Und dann gibt er den immer Essen und dann wird es immer so ein großes Vieh. Und dann dieses Vieh erinnert mich Morlord. Ernsthaft. Wenn ihr das nicht... Das sieht nicht gut aus. Das sieht gar nicht gut aus. Okay, improvisieren wir einfach mal. Ja, aber ich glaube, nein, wenn es Felswurf kann, dann wird es, glaube ich, nicht so nützlich sein, wenn ich Jakubi in den Kamm schicke. Aber vielleicht kriegt der Jakubi irgendwas Nützliches hin. Oder auch nicht. Ja, das ist jetzt scheiße. Ritzi, komm hier, unterstützt mich bei einem Dingskampf. Ja. Weißt du, was gut gegen Gestein ist? Oder was nicht gut gegen Gestein ist? Was Gestein ab kann? Hä? So, dieses Vieh setzt mich gerade die ganze Zeit. Das ist ein Stein, dein Vieh. Nein, das ist Morlord. Das ist doch Bodenwasser, ne? Ja, keine Ahnung. Ja, okay, ich auch nicht. Das ist gerade sehr schlecht, weil mein Kabuma ist gerade gestorben, Larissa. Ich weiß nicht. Wasser ist doch auch gut gegen Boden. Warum setze ich jetzt mein unterleveltes Pokémon ein? Bin ich total bescheuert? Ach, egal. Ich versuch's einfach. Wasserdüse. Es nützt nicht. Ich habe mich schon gewundert. Dein Handy. Na, irgendwas klingelt hier und es war dein Handy. Ich dachte schon.
Okay, Kolek ist gestorben. Dämonium wird jetzt dran glauben müssen, glaube ich. Oh, jetzt. Ich bin total unterlevelt. Guck dir diesen Scheiß an. Felswurf. Das wird nichts bringen. Nein, aber natürlich kannst du noch Wasserattacken. Warum kann es noch Wasserattacken? Weil es Wasserattacken. Sag dir nö. Nö. Scheiße. Das ist total scheiße jetzt. Ja, ich setze einfach Blitzchecks ein. Ja, wenn es auch mit Boden ist, vielleicht würde das helfen. Ich weiß es nicht. Flammenrad, ich versuch's einfach. Ich kenne mich mit Pokémon. Ich kenne mich auch nicht mit Pokémon aus. Jetzt würde ich ein qualifiziertes Pokémon-Team haben. Ach, fick dich doch. Das ist sehr effektiv. Mach noch einmal Dings, dann ist es bestimmt weg vom Fenster. Auch nicht. Ich will nicht mehr. Okay. Weißt du, was ist eigentlich Offenlegung? Ach so. Das war jetzt, glaube ich, nicht so gut. Egal, ich setze einfach Jakobi rein. Jakobi wird das schon regeln, ne, Rissi? Jakobi heißt er. Das ist aber Jakobi. Warum hast du da kein U hingeschrieben? Weil Jakobi scheiße aussehen würde. Wir machen das jetzt einfach so. Klar, es ist sehr effektiv. Rissi, schlag es mal. Ich bin zu doll unterlevelt. Aber ich habe keinen Bock, meine Pokémon zu leveln. Ich hab auch das Kinderrad. Dann spielst du doch gleich. Ja. Dann kann ich nebenbei Black Mirror. Ich weiß ja nicht mal, wie ich weiterkomme. Deswegen muss ich weiß nicht mal, wo du bist. Ich spiele nicht beim ersten Mal. Wer? Wer, du Arschloch? Ja, rede ruhig dazwischen, wenn ich rede. Ich mache gerade ein Pokémon als Play, Larissa. Na und ich rede aber gerade mit dir. Hi, rede weiter. Ich hätte nur Supertrick gesammelt und ich finde nicht. Mann, ihr seid doch alle scheiße. Hör auf mit diesem Ich mache jetzt einfach mit Sorbitan weiter. Ja, mach doch, ist mir doch egal. Biss. Schreck zurück. Biss. Hör auf. Das ist nicht sehr. Alles ist effektiv. Ich kann es vergessen. Ich kann sowas von vergessen. Jakobi, los! Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin. Wenn ich jetzt ganz viel heile. Wir kriegen das hin! Ganz ruhig. Ganz ruhig lassen. Ganz ruhig. Bald hat es keine Dings mehr für Aquavende und dann werde ich es tot machen. Ich habe eine gute Idee, Larissa. Eine sehr gute Idee. Wir machen einfach einen Beleber. Setzen es auf Kabuma. Ja. Okay, Kabuma wird uns retten. Weil Kabuma übelst geil ist. Sag ja. Danke. Das war kein Ja. Danke. Ich muss einfach gucken, wie viel Schaden er überhaupt macht. Das kann ich ihn einschläfern. Hypnose! Ja! Ich liebe dich. Danke, ich dich auch. Schön, ne? Konfusion. Noch ein bisschen. Penner? Wehe! Das ist nicht gut. Ich heile mich ein bisschen. Die Initiative. Ja. Du machst das für mich. Ganz gut. Ich glaube, ich. Ha! Kann ich nicht wieder Konfusion einsetzen? Aber du bist tot! Ja! Yeah. Jetzt muss ich einfach mal Sorbitan wieder heilen. Wiederbeleben. Und dann. Luftschnitt? Ja, gerne doch. Aber. Bodycheck mache ich weg. Wie viel Schaden. Nein! Oh Gott. Luftschnitt erlernen. Ich will wissen, wie viel Schaden der macht. Ja, das geht. Und Fliegen macht weniger? Ne, macht mehr. Egal. Bodycheck. Macht nämlich selbst Schaden, mag ich nicht. So. Wir kriegen. Guck dir mal das Level an! Ich traue mich nicht, es einzuschläfern. Ich muss es erstmal heilen. Heilen. Wiederbeleben. Ja, meine ich doch. Danke, ich bin schon voll durcheinander. Sabitan ist da oben. Eiszahn. Warum kannst du Eiszahn? Ja, ist klar, dass du einfrierst. Ey, Larissa, es ist total asozial. Das ist richtig asozial. Das können die doch nicht machen. Wasserdüse, ja klar, dass du Wasserdüse kannst. Das war mir so klar. Nee, wir schaffen es doch nicht in diesem Part. Nee, das kriegen wir nicht hin. Oder? Knirscher! Ich bin nur für 34 Minuten auf. Ja. Das
nicht schön? Willst du mich komplett verarschen? Ja, ich will dich verarschen. Ja! Nein! Arschloch! Ich höre mich nochmal mit Supertrank. Ja, sicherheitshalber, ne? Das ist, glaube ich, besser, anstatt dass ich jetzt eben sterbe. Ha, du Penner! Was für ein Arschloch, Alter. Das ist der Wellenreiter Marinus. Mhm. Ja, so läuft es hier. Ey, verarsch mich nicht, dass du jetzt noch... Jetzt wird es erst richtig spannend. Es ist tot, wir haben es geschafft. Dank Larissa. Yay. Lauter reden. Yay. Yay. Okay. Das ist effektiv, das ist schön. Alter, 4-Level-Unterschied. Okay. Schön, dass wir es geschafft haben. Schön, schön, super. Ich werde leveln bis zum nächsten Part. Das sage ich jeden Part. Okay. Spieler besiegt Leitamarinus. Wow, wow, wow. Schluss und aus. Wie sage ich es nur? Ich will mehr. Ich will nochmal und nochmal kämpfen. Das war doch schön. Das war richtig schöner Kampf. Die Strömung muss mich nach unten gezogen haben. Aber der Kampf mit dir hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hier, das hast du dir verdient. Lass dir heute den Fanorden von Marinus. Das ist schön. Mein Stuhl knirrt. Dank des Fanorden kannst du nun auch die versteckte Maschine Surfer außerhalb eines Kampfes einsetzen. Das ist eine besondere Belohnung, die ich dir gebe, da dein Team ganz außergewöhnlich ist. Ich weiß. Ist das nicht schön? Ein auf den. Hallo? Dieses Thema. Team hat nicht jeder. Sie fügt doppelten Schaden zu, wenn der Gegner weniger als die Hälfte seiner KP besitzt. Damit kannst du Kämpfe effektiv beenden. Effektiv, haha, ich glaube auch. Was soll das da unten sein? Das hier? Hm. Das zeigt, ob die zusammenpassen. Guck mal, die mögen sich nicht. Die mögen sich auch nicht, weil die brauchen Weibchen. Weibchen. Ich werde, weil mit irgendjemandem musst du doch zusammenpassen. Die mögen. Nö, die machen. Der hat halt keine Freunde, ich mache jetzt aus. Ja? Oh, 13 Stunden. Wenn ich mal vorspule. Mhm. Alter, schon 5 Orden. Alter, wollt ihr mich verarschen? Okay, dann sage ich mal bis zum nächsten Part und ciao.